kompliziert. Mega kompliziert. Wie so eine Sendung machen, ne? Ja. Ja, viel zu kompliziert. Hallo, wir sind zwei Piranhas. Hi. Ne? Und erzählen euch ein bisschen was über unsere komplizierten Spiele. Ja, sind die wirklich so kompliziert? Viel zu kompliziert. Kommt drauf an. Much too complex. Ja. Ja, stimmt schon. Es gibt immer Leute, die sagen irgendwie, ja, wann kommt der denn mit dem nächsten Spiel raus? Und dann sage ich immer so, ja, ach, das dauert jetzt 2-3 Jahre noch. Und so, was, so lange? Was macht ihr denn da den ganzen Tag? Zocken? Nee, wir bauen... Ach, das wäre viel zu kompliziert, dir das zu erklären. Da brauchen wir einen ganzen YouTube-Kanal für. Ne? Mit Videos ohne Ende hier, ja, um zumindest so ansatzweise so ein paar Sachen immer so zu beleuchten, wie wir uns inspirieren lassen und wie kompliziert das alles ist und so, ne? Ja. Und und jetzt? Ja, also im Grunde genommen geht es ja nicht um alles heute, sondern vor allen Dingen um die Geschichte. Ja, wie man eine Geschichte erzählen kann und auch, ja, wie kompliziert das eigentlich sein darf. Also Storytelling. Ja. Okay. Und darum haben wir weniger als 100 Leute gefragt, sag mal, wie kompliziert muss oder darf eine Geschichte denn erzählt werden? Und die haben Folgendes gesagt. Absolut kompliziert. Ich mag komplexe Storys. Der kann nicht komplex genug sein. So kompliziert, wie sie sich der Macher ausgedacht hat, darf eine Geschichte erzählt werden. Es hängt nur davon ab, dass er mich am Ende damit abholen kann. Also wenn ich nur Fragezeichen im Kopf habe, dann bin ich raus irgendwann. Geschichten, gut. Da muss ich sagen, je komplexer eigentlich, umso besser, weil es realitätsnäher ist. Ich glaube, dass die Realität eins der komplexesten Geschichten sind, die man überhaupt haben oder erleben kann. Von daher darf man da schon dem Spieler etwas zumuten. Ja, es sollte irgendwo logisch noch sein. Ab einem gewissen Punkt, finde ich, so, gerade wenn so Timesprünge oder so kommen, wird es halt unübersichtlich. Es darf komplex sein, es muss, aber es geht auch so simpel. Also man muss dem noch folgen können. Ansonsten geht auch ganz einfach bis ganz schwierig, solange man, keine Ahnung, wenn man vielleicht nicht mehr durchsteigt, dass man dann ein Diary noch dazu hat, was einem irgendwie hilft vielleicht auch, wobei. Oder sich nochmal Szenen anzugucken, wenn es mal schwieriger wird. Ich möchte gerne, dass das aufgelöst wird, also dass ich am Ende verstehe, was ich da erlebt habe. Und wie er das erzählt, bleibt halt komplett ihm überlassen. Es sollte noch Hauptstory geben, stringente vielleicht und Zusatzelemente. Ich glaube, wenn sich das zu sehr intertwined ab einem gewissen Punkt, ne, ja. Sie sollte so komplex sein, dass sie mich fesselt und interessant ist und dass auch immer ein Mysterium vielleicht da ist. Aber es sollte eben nicht überfordern. Ja, das ist mehr so Wunschkonzert, ne? Meistens so. Ne? Ja, das muss schon, aber nicht zu, und wenn dann, und dann muss man euch auch überrascht und... Aber dann auch nicht zu lang atmen. In der Mitte muss dann, also wenn ich dann so, und ganz am Anfang, ne, ist ganz wichtig, dass man, naja, und so ist das halt. Würde ich sagen, fangen wir doch erstmal an, wie kann man denn überhaupt eine Geschichte erzählen? Also welche Möglichkeiten haben wir als Storyteller denn, Geschichten zu erzählen? Na, die einfachste Geschichte ist, jemand kommt, bringt meine Familie um und ich will mich rächen. Das ist inhaltlich, genau. Aber die Art und Weise, wie du diese Geschichte jetzt erzählst, ist ja auch mega unterschiedlich, weil du sehr viele verschiedene Mittel dazu zur Verfügung hast. Oder du hast eine Leiche. Mensch, wer hat den denn wohl umgebracht? Hm. 15 Leute kommen in Frage. Das sind so die einfachen Dinger, ne, die auch irgendwie millionenfach irgendwie kopiert worden sind und nochmal erzählt und dies und das, wo man auf der letzten Seite guckt, ach so, der Butler, ja? Oder der Gärtner. Oder der, ach, der auch? Also wer das im Endeffekt ist, ist erstmal egal, sondern man muss gucken, wie fängt man an damit. Ne? Mhm. Und es ist sehr unromantisch, ja, dass man erst sagt oder sagen muss, man fängt mit dem Setting und mit den Ressourcen an. Ja, ich weiß, ja, aber man muss doch gucken, was dann mit dem Helden und so, wenn man einen zweiten Teil macht über Elex 2 zum Beispiel, oder so, wie geht die Geschichte weiter, wie fühlt es sich, wann ist denn da und was ist denn mit den ganzen, die ganzen Fragen, die man so hat, so aus dem ersten Teil, möchte man gerne im zweiten Teil irgendwie beantwortet haben. Und zwar sofort, ja, am besten.
oh, jetzt dauert das erstmal irgendwie, jetzt muss ich eben mal wieder die Blumen pflücken gehen und irgendwelche und so. Aber darum geht's auch. Das heißt also, erstmal muss man ein Computerspiel machen. Ne? Das heißt also, irgendwie muss man dieser ganzen Geschichte legitimieren, dass der Typ mit dem Popolappen und rostigen Nagel loszieht, um irgendwie die Welt zu retten oder auch nicht. Nur das Gegenteil zu machen. Mhm. Ne? Und darum geht es dabei. Das heißt, man muss dann ein Grundsetting aufbauen, ja, und da muss man schauen, was hat man denn für Ressourcen. Und je nachdem, was für eine Art Spiel man macht, ist das auch sehr unterschiedlich. Also wenn wir jetzt ein Rollenspiel machen, und das ist auch noch ein Open-World-Rollenspiel, dann geben wir dem Spieler erstmal ganz unterschiedliche Sachen an die Hand, mit denen er dann selber irgendwie die Story erfahren kann. Als zum Beispiel ein Adventure oder ein Shooter, ja, beispielsweise. Wir können auf eine lineare Weise eine Geschichte erzählen oder auf eine non-lineare Weise eine Geschichte erzählen. Es gibt so etwas wie, ja, dass quasi einer kommt und innerhalb eines Dialoges diese Dinge erzählt und verrät. Das ist so das Einfachste, sag ich mal, was du machen kannst. Es gibt aber auch irgendwie sowas wie, du lässt den Level für sich sprechen. Ja? Wie geht das denn? Stehen dann da satanische Botschaften in den Ecken oder... Ja, das könnte man machen, aber so das, was am ehesten so ins Auge springt, ist zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwo bin, also was weiß ich, so, du fängst jetzt hier an und der Spieler fragt sich, hä, wo muss ich denn jetzt hin? Dann, was weiß ich, stellst du sowas wie so einen großen, prägnanten Turm irgendwie ans andere Ende von dem, was du da sehen kannst, der denkt, oh, was ist das denn? Und wie komme ich dann da genau lang? Weil da ist ja auch ein bisschen hügelig und so. Dann stellen wir so ein paar Pnüppel auf, so brennende Fackeln oder so. Mhm. Ah, das ist sehr subtil. Nein, ist nicht subtil, wenn man weiß, ach, da soll ich lang gehen und man hat viele Computerspiele gespielt, dann weiß man schon, man guckt sich den Level an. Ihr wollt, dass ich da lang gehe. Nee, ich gehe aber jetzt hier lang. Mhm. Ne? Das ist natürlich auch so ein Ding. Ja, ganz platt ist ja, keine Ahnung, ich weiß, in der Risen-Reihe hatte ich zum Beispiel mal so eine Quest irgendwie, dann hast du dann so mit so kleinen Münztalern irgendwie den Weg geebnet, so lange, bis der dann dahin gelaufen ist, wo er eigentlich hin sollte irgendwie. War eine kleine Nebenquest. Aber hat super funktioniert und die Spieler haben alle so schön fein die Münzen aufgesammelt, so lange, bis sie da waren. Das ist, ich würde sagen, mal der einfachste Weg. So wie Pac-Man, ne? Bang, 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 ja. Bang, bang, bang. Ja. Ja. Ich fand's lustig. Irgendjemand sagte, mein Gott, war das nervig, die ganzen Dinger. Aber ich hab's voll gerne gemacht. Ich Spaß waren dabei. Vielleicht ein paar zu viele. Ich find's lustig. Ja. Ich mag sowas. Das hat ja auch ein bisschen gedauert, wie er das immer aufgenommen hat und dann aufgenommen hat und so. Ja. Spannung. Ja. So, also Ressourcen. Was heißt das, Ressourcen? Ja, es ist kompliziert, so eine Geschichte zu erzählen, ganz klar. Vor allem, wenn sie dann über mehrere Kapitel gehen soll oder auch irgendwie, sage ich jetzt mal, spannend sein soll und so weiter. Wie erzeugt man Spannung? Wie erzeugt man diesen ganzen Kram? Es ist wirklich kompliziert, weil man hat auch am Ende des Tages sehr viele Protagonisten. Ja, das heißt, man begegnet unheimlich vielen Charakteren in so einer offenen Welt, in einer Open World, ja. Und es gibt Leute, die man sich merkt und Leute, die man sich nicht merkt. Ne? Also ist der Bert, der Bernd und der Bernhard und der Bertram. Das ist schon mal kacke. Ja, so. Das heißt, ich muss bei den Ressourcen, das heißt, ich muss bei den NPCs schon gucken, ja, wie bereite ich die auf? Ganz simpel. Die dürfen nicht zu ähnlich heißen, wenn die nebeneinander stehen. Sonst kann ich mir das nicht merken. Der eine fängt mit B an, der andere mit C an, der andere mit A an oder was, ne? Arndt, Bernd und Zernd oder so ist vielleicht auch nicht schön, ne? Ja, du weißt, was ich meine. So, das ist halt, man muss schon irgendwie gucken, wie so einen bunten Blumenstrauß irgendwie, man muss schon, wenn man alleine schon so ein Lager designt, ne, eine Geschichte erzählt innerhalb eines Lagers oder einer Stadt, muss man schon gucken, irgendwie, wie kann man sich das merken? So wie so ein Gedankenpalast, so, ja, wie merke ich mir irgendwie mehrere Symbole, die mir jetzt hier gezeigt werden, so neun Symbole, ne? Macht man sich so eine Geschichte, so, ja? Und genau diese Geschichte, die erzählen wir dann auch in einem Lager. Mhm. Ja. Finde ich super. Nur allein dadurch, dass du das so erklärst, kommen mir Ideen. Da kommen die Ideen, ne? Ja. Mit Bernd und Bertram, ja? und Kasimir oder was so. Was der? Ja, also, ne, ist klar. Also, das heißt, wenn der Spieler kommt und da ist der Türsteher, so, dann ist das erstmal der Türsteher. Das ist eigentlich völlig egal, wie der heißt, aber ich weiß, das ist der Türsteher. So. Bist du aber auf einem Markt, da hat die eine Dame hat dann irgendwie Äpfel, ja, der andere Typ, der verkauft die Kartoffelsuppe und der nächste, das kann ich mir alles nicht merken. Das muss schon irgendwie immer was Besonderes sein, ja? Und darum geht es. Das heißt, man muss schon gucken, sehen die alle gleich aus,
Nein, dürfen sie nicht. Sie müssen unterschiedlich aus sein. Ja, das heißt auch, ab und zu hast du mal irgendwie einen Ambient-NPC, der irgendwie daherkommt, der vielleicht irgendwie pfeift oder so. Ach, guck mal hier, der pfeift sich ein oder was weiß ich, irgendwie so. Das heißt, man muss schon irgendwie so eine Art Atmosphäre erzeugen, damit der Spieler sich solche Dinge überhaupt merken kann. Mhm. Fängt mit dem Spielstart schon an. Welche Informationen gibt man dem Spieler am Anfang? So, mhm. Ja, ja, die Welt geht unter, alles ist kaputt und so und du bist der letzte Überlebende und du musst jetzt hier und bla. Ja, ist einfach. So, aber dann ist vielleicht auch nicht so spannend. Das heißt, warum ist diese Geschichte spannend? Ja, da habe ich da vorhin irgendwas blinken sehen oder irgendein Charakter ist losgelaufen, rums, dann ist der irgendwie die Treppe runter und so, oh, ich will meinen Kumpel retten so und dann ist spannend, ja? Und nicht nur einfach, ich bin alleine und muss jetzt irgendwie sammeln, jetzt muss ich Sachen sammeln. Am besten noch irgendwie eine Goldmünze von 100 gefunden, um die Quest zu komplettieren. Das ist nicht spannend, ne? Zumal wir ja auch den Anspruch haben, die Geschichte möglichst interaktiv zu erzählen. Das heißt, klar, es ist einfach irgendwie wie ein Buch, irgendwie eine bestimmte Geschichte. Wenn du vorher weißt, mit welchem Wissen, an welcher Stelle, aus welcher Richtung der Spieler in eine Situation gerät, dann kann ich irgendwie zum Beispiel mit geskripteten Szenen arbeiten. Wenn ich das aber nicht möchte, wenn ich es offen gestalten will, dann ist es am besten, dass ich mit sowas wie Konsequenzen arbeite. Das heißt, dass ich dem Spieler das Gefühl gebe, alles, was er tut, zählt. Ja. Und ist was wert. Das heißt, wenn der Spieler in eine Situation reinläuft und das Gefühl hat, irgendwie ist ja sowieso egal, was ich anklicke, kommt ja eh dasselbe bei raus, dann macht es das Spiel ärmer. Ja. Aber wenn es nicht egal ist, wenn der NPC sagt irgendwie, ja, aber beeil dich und der Spieler weiß irgendwie, ja, ich habe ja sowieso irgendwie 30 Stunden jetzt erstmal Zeit, aber die hat er gar nicht und lernt dann durch das Spiel, oh, ich muss mich tatsächlich beeilen, dann ist das ein ganz anderes Spielgefühl, als wenn ich dem Spieler irgendwie vermittle, es ist egal, was du tust, die tun alle nur so. Das sind alles nur Spielfiguren, die sind nicht, der passiert nicht wirklich was. Und mit vielen kleinen Mitteln können wir also tatsächlich Konsequenzen auch ins Spiel einbauen, sodass alles, was ich tue, irgendwie eine Gewichtung hat. Mal kann ich Leute damit verärgern, mal kann ich zu spät sein, mal kann ich Dinge verändern. Und wenn ich das lerne, wenn das Spiel mir das beibringt, dann geht der Spieler auf einmal mit einem ganz anderen Spielgefühl in die Situation und denkt, jetzt muss ich aber nochmal drüber nachdenken. Will ich das jetzt wirklich anklicken? Welche Konsequenzen könnte das haben? Kann ich damit leben? Kann ich das vorher voraussehen? Kann ich jetzt schlauer sein? Oder gehe ich lieber nochmal weg und später wieder? Oder was mache ich jetzt? Und wenn wir den Spieler da haben, dann ist er schon drin. Dann hat man im Grunde genommen schon gewonnen. Viele Spieler, die finden es auch zu kompliziert, sich den Weg selber suchen zu müssen. Ja, wir machen halt ein Spiel, wo man halt schon häufig irgendwie gesagt, ich gehe mal in die Welt und erlebe etwas. Und das ist für viele Menschen schon unangenehm, weil sie sich denken, ja, was soll ich denn machen? Da mit der Klötze oder was? Da habe ich keinen Bock drauf. Mhm. Kommt das erste Monster irgendwie, ich will das gerne irgendwie im Filmchen erklärt kriegen, ganz alles irgendwie am besten. Ich möchte nur ab und zu mal was tun und nicht die ganze Zeit irgendwie mich kümmern müssen um allen möglichen Krempel und so. Und da gibt es auch sehr viele unterschiedliche Spielerarten, ja. Und wir möchten möglichst viele bedienen dann auch. Ja, das heißt also, dass man sagt, okay, du hast diese ganzen Spielertypen wie Socializer, Killer, Achiever oder halt ein Explorer. Ja, und also für jeden muss irgendwie was dabei sein. Und das ist dann auch wieder kompliziert, dass man sagt, okay, das ist ja egal. Hauptsache, du hast jetzt irgendwie die Socializer mitgenommen. Hauptsache, du machst eine Riesenstadt, wo viel geredet wird, wo viele unterschiedlich und so. Dann hast du aber den Killer verloren, weil ich will euch alle umbringen hier. So, ja. Es ist kompliziert. Es ist nicht simpel. Und viele Sachen, die wir aus unserer Erfahrung heraus bauen, ja, die sehen wir erst am Ende, ob sie überhaupt funktionieren, ob wir irgendwo was strecken müssen, ob wir irgendwo noch irgendwas verdichten müssen, ob wir irgendwie, ne, vielleicht, ja, irgendwie kommen ständig irgendwelche Sachen oder so, wenn man Far Cry gespielt hat, der weiß, was ich meine, ständig passiert irgendwas. Das gibt Menschen, die finden das toll. So, ja, da kommt der Hubschrauber, dann kommt der Bär und dann Angel, ich will ja nur meine Angel hier und so, ja? Und dann werdet ihr ständig gestört eigentlich, indem, dass ihr da eine Idylle haben wollt, aber das weiß ich als Game Designer weiß das ja nicht, was du jetzt gerade willst, ja. Also muss man schon irgendwie gut raten, wie man so ein Ding aufbaut und wie man eine Geschichte aufbaut und wie man die rote Mohrrübe, da ist sie wieder, irgendwie durch die Welt zieht, so, dass auch irgendwie dem Spieler ersichtlich ist, okay, wenn ich dem Strang jetzt folge, folge ich der Hauptstory und das hier ist jetzt Nebenzeug und die Dinge sollen am besten miteinander verschmilzen, aber ich soll auch wissen, worum es geht und soll mich jetzt nicht irgendwie beliebig so, kennt ihr die Serie Fringe? Die wurde nach der dritten Staffel ziemlich durcheinander.
Und dann gab es irgendwie keine Regeln mehr in der Welt. Dann gab es eine Parallelwelt und hin und her und dies und das und so. Ne? Gibt gerade so eine Marvel-Diskussion über Paralleluniversen und so weiter, die der Dr. Strange losgetreten hat. So, ja. Da aber, wenn das dann alles beliebig ist, um nur zu erklären, worum es geht hier, ja, wenn alles beliebig ist und man überhaupt gar keine Regeln in der Welt hat, es alles erlaubt ist, dann kannst du auch um die nächste Ecke gehen und dann steht da ein Roboter oder irgendwie in der nächsten Ecke ist irgendwie eine Elfe und dann kommt ein Zwerg und dann kommt irgendwie was weiß ich, der rosa Elefant und so und dann ist es irgendwie wurscht. Dann verliert man den Spieler auch. Dann ist es nicht nur kompliziert, sondern dann hat es überhaupt keine Regeln. Mhm. Ja, das darf auch nicht passieren. Auf der anderen Seite gibt es viele Menschen, die sagen irgendwie, das ist alles vorhersehbar. Ne? Wenn es zu vorhersehbar ist, ist es auch nicht gut. Das heißt, der rosa Elefant, kannst du dich an den rosa Elefanten? Ja, das war wirklich überraschend, ne, dass da ein rosa Elefant kam. Ist jetzt nur metaphorisch gemeint, ja? Also irgendeine Sache, die passiert ist. Jetzt, von dem hätte ich das nicht erwartet, dass er jetzt irgendwie der Mörder ist und so. Das ist ja hanebüchner Kram, irgendwie der Random Guy ist jetzt auf einmal der Mörder. Ich habe mir da Gedanken gemacht und so. Eigentlich war das völlig... Das ist auch wieder nicht gut, ne? Also man sollte schon drauf kommen können. Also ist wirklich kompliziert, mhm. Ja. Und wie kriegt man Ordnung in dieses Chaos? Indem man sehr viele Leute den Kram, den man gemacht hat, zeigt und das bewerten lässt. Ist das spannend für dich? Findest du das cool? Was für Assoziationen, was für Gefühle erzeuge ich da bei dir? Ja, ja, ich würde jetzt eigentlich erwarten, dass es an der und der Stelle weitergeht. Ich möchte jetzt gerne an der und der Stelle das und das antworten. Ich finde das jetzt irgendwie ein bisschen unbefriedigend, dass der Typ danach nichts mehr sagt oder solche Dinge. Ja, das heißt, solche Gefühle, die man hat als Spieler, wenn man das spielt, die müssen wir vor allem erstmal intern abfragen, um zu schauen, was dieses Spiel mit einem macht, ne? Um das zu vereinfachen, um dieses komplexe Ding, ja, irgendwie so in Bahnen zu lenken, in das, was man gerne möchte. So. Und das ist unsere Aufgabe, um das Ganze zu simplifizieren oder überhaupt in den Griff zu kriegen, dieses Chaos. Mhm. Um die Frage zu beantworten. Apropos Frage, hast du eine Community-Frage? Ach so. Stimmt. Ja, warte, wir haben ja hier den ganz schlauen Zettel. Okay. Bitteschön. Danke. Ich nehme einfach die erste, das macht es mir einfacher. Also, habt ihr eigentlich gute Beziehungen zu anderen großen Publisher und könnt denen mal sagen, sie sollen mal wieder ein bisschen Qualität auf den Markt bringen? Wir sind Entwickler und haben eigentlich überhaupt keinen Einfluss auf Leute, die, sage ich jetzt mal, sich drum kümmern, dass der Markt funktioniert. Ja, also das ist, wir können Computerspiele machen und sind in unserer eigenen Welt gefangen, sage ich jetzt mal. Aber ich weiß nicht, ob ein Publisher wirklich zu einem Entwickler geht und sich beratschlagen lässt, was der nächste heiße Scheiß ist. Ich glaube nicht. Nein. Nein. Das funktioniert nicht. Ihr habt die Macht dazu. Ihr könnt das. Ja, ja? Das ist tatsächlich so. Also der Markt regelt das im Endeffekt. Und das Einzige, was wir machen können, ist im Falle von Interviews oder im Falle von, ja, wenn wir irgendwie Öffentlichkeitsarbeit betreiben, eine Philosophie vertreten, ja, die wir selber, von Dingen, die wir selber gut finden. Das können wir machen. Wer jetzt am Ende sich davon was annimmt oder nicht, darauf haben wir dann weniger Einfluss. Ganz wenig. Oh, ja, da wird schon gehustet. Mhm. Ich glaube, das beantwortet hoffentlich die Frage und wir sehen uns hoffentlich nächste Woche wieder hier, wenn es heißt Piranha Becken TV. Genau. Macht's gut. Bis dann. Ab und zu hustet mal einer da unten. Ne? Wir haben unsere beiden Kinder da unten und wir müssen halt irgendwie, das ist halt so. Ne? Ja, aber sonst sind die ja